Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir ein kleines Überraschungspaket von der Firma Lego. Das habe ich recht günstig auf Amazon gefunden. Lasst mich nicht lügen, glaube ich, aktuell bei 13 Euro. Ein kleines Elektronikzubehörset. Sprich, wenn ihr bisher schon mal was mit Arduino oder Raspberry Pi zu tun hattet oder einfach ganz so kleine Elektrobausätze habt, denke ich, ist das hier tolles Zubehör für euch. Ich persönlich habe von Lego schon das recht große Arduino Starter Set gehabt. Ich habe es immer noch. Und bin damit eigentlich echt ganz zufrieden. Die Bauteilqualität ist wirklich gut. Und es kommt so ein kleiner Sortierkasten, was auch natürlich krass toll ist. Und deswegen fand ich hier so ein kleines Set für 13 Euro echt cool. Und das heißt, das schauen wir uns heute mal an. Das Ganze kommt in so eine kleinen Papier Luftpolsterumschlag mit Lego drauf, vorsichtig zerbrechlich. Das Lustigste finde ich hier hinten. If the seal on the bubble bag is damaged or peeled off, please recheck and do not sign the package. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Ding hier noch in meiner Umverpackung von Amazon kommt. Das heißt, das hier lest ihr erst, wenn ihr es ausgepackt habt. Das heißt, reject and do not sign the package ist nicht wirklich möglich. Naja. Nehmen wir unser Messer. Und damagen mal das Seal. Na? Okay, das ist auch gut zugeklebt. Da hatte jemand Spaß beim Einpacken. Ich merke schon. Okay. Es ist nochmal eingepackt. Ist das lustig. Okay, cool. So ein kleiner Luftpolsterumschlag. Cool. Ich mag ja sowas. So kleine Details. So, jetzt seht ihr auch, um was es sich handelt. Das ist das oder beziehungsweise ihr habt es wahrscheinlich im Titel gelesen. Das ist das sogenannte Electronics Fun Kit. Steht hier. If you have any question, please contact us. Okay, ja. Yeah. Please download the tutorial and data sheets from illego.com/download. Okay. Und hier so ein kleiner Aufkleber. Qualitätscheck 1221. Ja, und hier steht, wo sie sind. Okay. So, mal eingepackt. So. Cool. Hier sehen wir, was enthalten ist. Sprich, wir haben 10 rote LEDs, 10 weiße LEDs, 10 gelbe LEDs, 10 mal, oh nee, halt, ja, noch 10 blaue LEDs, 10 grüne LEDs, eine RGB-LED, 120 Resistors, also Widerstände, einen Thermistor, 5 Dioden, ach du heilige, okay, irgendwelche Capacitors mit verschiedenen Einheiten, ein Fotoresistor, okay. Dann haben wir einmal ein IC, 10 Buttons, 2 40-Pin-Header, 2 Buzzer, ein Potentiometer, 65 Jumper Wires, 20 Duport Wire, ein Power Supply Module und ein Breadboard. Und das alles für 13 Euro, möchte ich hier nochmal kurz gesagt haben. Ich weiß nicht, ob es manchen schon aufgefallen ist. Wir zum Beispiel in Stuttgart hatten bis vor kurzem noch einen Konrad. Und wer Konrad kennt, weiß, da konnte man hingehen, wenn man irgendein Elektronikbauteil brauchte, wie irgendein Widerstand, eine LED oder irgendwas, und konnte sich das im Laden kaufen. Nu hat scheinbar Konrad so ein bisschen sein Geschäftsmodell geändert und möchte weg vom Privatkunden und mehr auf den Online-Kunden bzw. Gewerbekunden. Weswegen tatsächlich einige der Läden gerade schließen. Gibt es ganz viele Berichte aktuell darüber, dass Konrad sein Filialnetz drastisch reduziert. Wie gesagt, gerade bei uns in Stuttgart ist schon dicht, gibt es nicht mehr. Und ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich kann mir das mittlerweile auf Amazon bestellen und es geht meistens sogar schneller als ein Versand bei Konrad. Das Coole war halt, ich konnte direkt hin und konnte es mir da direkt kaufen und direkt mitnehmen und auch in größerer Stückzahl. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber naja, die Zukunft wird zeigen. Egal, sei es drum, kommen wir wieder zurück zum Produkt. Zum Electronic Fun Kit. Und das finde ich echt krass. Jungs, 13 Euro möchte ich nochmal dazu sagen.
Hier haben wir unsere ganzen LEDs. Hier haben wir eine Riesentonne Widerstände. Und was ich bei Lego cool finde, ich weiß nicht, ob das andere Marken haben, so genau habe ich mich mit anderen Marken jetzt noch nicht beschäftigt. Die bundeln die und schreiben dann die Ohmzahl drauf. Sprich, das ist ein 10 Kilo-Ohm Widerstand, hier ist ein 10 Ohm Widerstand und so weiter und so fort. Das finde ich echt tatsächlich cool. Das macht es einfacher. Also ich kannte eine andere Marke bisher. Da stand das halt nicht drauf. Da hast du dann so ein kleines Datasheet mit dazu bekommen, wo du dann auf diesen winzigen kleinen Aufdrucken rausfinden musstest, um was für einen Widerstand es sich jetzt handelt. Naja. Okay, hier sind unsere... Ah ne, halt, das ist das... Ja, das sind die DuPont-Wire. Okay. Weil das hier sind unsere Jumper-Wires. Sind alle schön gekrimmt. Schon cool. So. Und das Ding finde ich persönlich ganz geil. So meine ersten Bausätze, gerade von Francis oder so, waren mit Batteriebetrieb. Es war schön und toll. Aber irgendwann hat man halt nicht genügend Batterien da und möchte das Ding halt betreiben. Und Lego legt fast allen Sets dieses kleine Netzteil bei. Das Ganze ist hier über ein 6,5 bis 9 Volt Netzteil angetrieben. Das liegt natürlich jetzt leider nicht bei, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Hier nochmal ein USB-Port. Ich glaube auch zum Rausgeben von Spannung oder von rein. Bin ich jetzt nicht genau sicher. So, egal. Hier hole ich mir meine Spannung ab. Auf 3,3, 5 Volt, Ground. Hier kann ich es auch nochmal. Okay, ist schon cool. Dieses kleine Taster. Das ist der Einschalter und Ausschalter. Schon cool. Das Netzteil, was kostet das? Noch 5 Euro. So, hier haben wir unseren IC und ein paar Resistoren. Unsere Taster. Hier haben wir unsere Kondensatoren verschiedener Größe von der Firma Chancefett. Okay, kein Plan, ob ich es richtig ausspreche. Die kleinen Dinger. Oh, wirklich winzige Bauteile. Ich glaube, das ist einer von diesen Sensoren. Wie haben sie es genannt hier? Fotoresistor. Okay. Hier sind dann die Buzzer. Und der Precision Potentiometer. Hier sind unsere Pins. 2x40 Stück. Das finde ich auch mal süß bei Lego. Die kleinen Dinger. Das haben wir extra eingepackt in ein kleines Paket. Hui! Unser Breadboard. Mit Tape hinten dran, damit ich es irgendwo festmachen kann. Und das Coole ist auch, wir haben hier die Nasen, damit ich das erweitern kann. Finde ich immer ganz cool. Könnte ich mir zum Beispiel auch hier, gut, das geht jetzt nicht direkt, aber sie abschneiden, aber könnte mich hier meine Pins draufpacken und könnte dann anders mitarbeiten. Ja, ganz ehrlich, so viel Zeug für 13 Euro. Ich weiß nicht, ob es im Einzelkauf billiger ist, aber ich habe hier eine Zusammenstellung, ich habe alles von einem Hersteller, finde ich persönlich cool. Und finde ich, für jeden, der an so Elektronikzeug Spaß hat, gehört es halt einfach dazu. Und ich mag schön so ein Set für 13 Euro. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, um irgendwie so ein kleines Projekt zu machen oder meine größeren Projekte zu erweitern. Ganz ehrlich, kann man nichts zu sagen. Kann man eigentlich fast nur zuschlagen. Ja. Dann war es so heute mit diesem Unboxing. Projekte wird es kurz eben mal dazu geben. Vor allem. Steht hier unten noch ein 3D-Drucker. Das wird eines der nächsten Videos. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ja. Dann würde ich sagen... Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr das hier und den Artikel sehen wollt, schaut in die weiteren Videos, schaut unten in die Beschreibung oder im Kanal in alle Links. Da findet ihr dann einen Linktree-Link mit den Verlinkungen zu allen möglichen Kanälen bzw. auch Instagram. Das war's dann mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.